Star Wars Episode 9. Was haben wir uns im Vorfeld Gedanken über diesen Film gemacht? Ein wirklich kontroverser Film, auch wenn er von den meisten, wie mir scheint, sehr gemocht wird. Die Macht brachte uns zusammen. Wir sind nicht allein. Viele Leute werden kämpfen, wenn wir sie anführen. Die Leute sagen mir ständig, dass sie mich kennen. Niemand kennt mich. Und das stimmt wirklich. Ich habe viele Fantheorien gelesen, doch was die wahre Herkunft von Rey angeht, hatten wir wohl alle Unrecht. Eine Enkelin von Obi-Wan, die Tochter von Luke Skywalker, die Schwester von Han Solo. Doch niemand von uns hätte wohl damit gerechnet, dass sie die Enkelin von Palpatine, dem Imperator ist. Was das für eine Auswirkung auf die Story hat und wie sehr uns dieses Bild beeinflusst, darüber wollen wir jetzt sprechen. Ich werfe einen letzten Blick, Sir, auf meine Freunde. Sich der Angst zu stellen, das ist das Schicksal eines Jedi. Ja, dieser Angst habe ich mich gestellt. Ich hatte Angst davor, welches Ergebnis mich erwarten würde im Kino, wenn ich mir Episode 9 anschaue. Und diese Angst war zum Teil berechtigt und zum Teil unberechtigt. Wir gehen jetzt gemeinsam auf die Suche, was berechtigt war und was nicht. Und vergesst nicht, dieses Video enthält Spoiler. Das heißt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, schaltet jetzt lieber ab und kehrt zu einem späteren Zeitpunkt. Wenn ich den Film mit einem Wort beschreiben müsste, dann wäre dieses Wort wohl Zwiespalt. Kompromiss. Eines dieser beiden Wörter wäre es in jedem Fall. Denn der Film macht viele Kompromisse und steht in einem gigantischen Zwiespalt zwischen Genialität und Unfähigkeit. Charakterausbau wird in diesem Film wohl auch nicht sonderlich groß geschrieben, da sich viele Charaktere nicht intensiv weiterentwickeln können, weil ihnen gar nicht die Möglichkeit dazu gegeben wird. Der Film versucht auf eine sehr schlaue Art und Weise, die Story und die Saga zu einem kompletten Bild abzurunden. Wie gut das gelungen ist, schauen wir uns jetzt an. Kommt ihr gemeinsam? Das ist euer Verderben. Und dann fangen wir doch direkt an mit der Bombe im Raum. Palpatines Rückkehr. Mit dieser habe ich in dieser Form wirklich nicht gerechnet. Sie war sehr überraschend. Doch leider birgt Palpatines Rückkehr auch riesige Plotholes. Wie hat er den zweiten Todesstern überlebt? Wie ist er auf diesen Planeten gekommen? Und wer hat sich um ihn gekümmert? Woher kommt diese riesige Flotte, die er anführt? Und warum hat niemand etwas davon geahnt? Ja, das sind alles Fragen, die uns Star Wars Episode 9 offen lässt. Für viele Zuschauer mag das kein Problem sein. Für mich aber schon, ich bin eben kritisch und als Fan hinterfrage ich auch die schwierigen Dinge eines Star Wars Films. Ich bin bereit, Kritik an diesem Film zu äußern, ohne ihn zu haten, und ich bin bereit, den Film anzunehmen, so wie er ist. Ich weiß jetzt schon im Vorfeld, dass nicht jeder mit meiner Meinung einverstanden sein wird, und das ist auch in Ordnung. Ich habe nämlich meine Meinung und jeder von euch darf seine Meinung haben. Ich freue mich auch darauf, mit euch zu diskutieren, zusammen in den Kommentaren. Einige Fans haben diesen Film sehr gut bewertet, darunter auch Fans, die auf YouTube aktiv sind mit eigenen Kanälen, die natürlich groß und stark geworden sind in den letzten Jahren, darunter zum Beispiel Star Wars Stories.
Diese haben den Film sehr positiv aufgefasst, was mich sehr überrascht hat, denn die Kritiker sehen das zu einem großen Teil anders und ich kann mich dieser Meinung nur anschließen. Star Wars Episode 9 macht grundsätzliche Dinge für mich einfach falsch. Er unterhält mich, er will aber auch zu sehr Dinge verknüpfen, die nicht mehr zu verknüpfen sind. Die Mystery rund um die Knights of Ren zum Beispiel wurde nicht aufgeklärt. Sie waren da, sie haben eine Rolle gespielt, aber erst in Episode 9 und dann auch so belanglos, dass man sie auch ganz hätte rauslassen können. J.J. Abrams hat wohl in Episode 7 einfach zu viele Mysterien aufgerufen, die er nicht beantworten konnte, zumindest nicht zu meiner vollsten Zufriedenheit. Auch die Dramaturgie des Films ist für mich eine einzige Katastrophe. Da wirft man schon in den Trailern diese Vermutung auf, dass C-3PO für immer deaktiviert wird und dann ist es einfach nur ein Gag. Das geht auf Kosten der Figur und auch auf Kosten der Gefühle und mit Gefühlen spielt man nicht. Star Wars Episode 9 hat zu viele irrelevante Charaktere. Darunter unter anderem Dio, der hin und wieder für einen kleinen Gag sorgt, aber nicht wirklich relevant für die Story ist und auch zu wenig vorkommt, um ein konstantes Mitglied der Gruppe zu werden. Auch Sori Bliss hat viel zu wenig Screentime, ist prinzipiell ein interessanter Charakter, erzählt uns etwas über Poe, aber nicht genug, um interessant zu bleiben. Ähnlicher geht es auch Jenna. Sie ist als Deserteurin der Ersten Ordnung eigentlich prinzipiell auch interessant, kommt aber sehr spät im Film erst vor und hat auch dann viel zu wenig Screentime. Ein weiterer irrelevanter Charakter, der sich nicht mehr entwickeln kann, weil der Film die Zeit und auch das Geld es wohl nicht mehr hergegeben hat. Ich möchte an dieser Stelle gern Nerdkultur zitieren, der auch für mich ein großes Vorbild ist und der sich auch viel besser mit solchen Dingen auskennt. Wenn ihr also nochmal eine andere und eine wirklich gute Review sehen wollt, dann kann ich ihn nur ans Herz legen. Ihr könnt oben auf die Infokarte klicken, dort werde ich seinen Kanal, wenn ich daran denke, verlinken oder ihn in die Videobeschreibung packen. Nerdkultur sprach schon davon, dass der Film ein Gefühl sei und da kann ich ihm nur zustimmen. Leider hat er meine Gefühle nicht ganz erreichen können. Er hatte immer wieder gute Ansätze, aber diese leider nicht weit genug ausgeführt, um mich zu berühren. Es war teilweise für mich nicht nachvollziehbar, warum Charaktere so handelten, wie sie handelten, weil der Charakterausbau nicht weit genug ausgelagert wurde. Tja, dazu gehört leider auch der Kuss von Rey und Kylo am Ende. Er war für mich deplatziert und passte überhaupt nicht in die Story. Trotz all der Kritik soll natürlich auch nicht vergessen werden, dass Episode 9 ein guter Film ist. Was mir gefallen hat, war natürlich die Musik, die von John Williams persönlich wieder genau auf den Punkt gebracht wurde. Außerdem waren die Effekte wieder sehr beeindruckend, sowie das Szenenbild und die Kostüme. Etwas, mit dem Star Wars schon immer glänzen konnte. Ich habe mich hier wirklich in die alte Zeit zurückgefühlt. Ein schöner Reminder war auch die Szene, in der Luke das Raumschiff von Rey aus dem Wasser hebt. Aber dazu werde ich später noch mehr sagen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich weiß, viele Fans mögen Episode 8 nicht, aber für mich ist Episode 8 klar der bessere Star Wars Film und passt auch klar besser zur Saga. Auch wenn Rian Johnson sein eigenes Ding gemacht hat, ist es doch genau das,
was mir gefällt. Jeder betrachtet ein Kunstwerk eben anders. Und nichts anderes ist ein Film als Kunst. Eine schöne Hommage allerdings an die Originaltrilogie und an Episode 5, Das Imperium schlägt zurück, ist die Szene, in der Luke den X-Wing aus dem Wasser hebt. Auch hier spielt natürlich wieder das Force-Theme von Yoda. Ein wirklich sehr schöner Moment, ein schöner Reminder an die Original Trilogy, auch wenn man an vielen Stellen ein bisschen zu übertrieben hat mit dem, was man den Fans aus der Originaltrilogie nochmals transportieren will. Was kann ich also abschließend zu Episode 9 sagen? Ähnlich wie Episode 8 ist es ein Film, der unheimlich viel dazu gewinnt, wenn man ihn nochmals anguckt, weil man die Details viel besser auffassen kann und weil man den Storyplot schon verarbeitet hat. Im ersten Mal angucken ist man einfach zu sehr damit beschäftigt, über die Dinge nachzudenken, die passieren. Das ist vielleicht auch ein Kritikpunkt von The Rise of Skywalker. Die Dinge gehen Schlag auf Schlag, eins nach dem anderen. Man hat keine Zeit, das Gesehene zu verarbeiten. Und das ist etwas, das man lieben kann, aber auch etwas, das man hassen kann. Star Wars Episode 9 lässt mich Fragen zurück und ich kann ihn leider nicht als guten Star Wars Film betiteln, so gern ich das auch würde. Es ist definitiv ein guter Film, nur kein guter Star Wars Film. Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass der Film mich etwas enttäuscht hat. Als Ende einer Saga hatte ich wohl etwas ganz anderes erwartet und ich muss zugeben, ich hatte auch von dem Film eine ganz andere Richtung erwartet, die er einschlägt. Die Trailer haben zwar einen guten Eindruck suggeriert, aber mir dann doch ein ganz anderes Gefühl gegeben. Der Film ist einfach zu voll und überladen und gibt leider den Charakteren sowie dem, was passiert, nicht genug Zeit, in einer Gänze ausgeführt zu werden, wie es vielleicht nötig gewesen wäre. Deswegen kann ich den Film leider nicht als gut bewerten. Ich würde ihn mit einer 5 von 10 bewerten. Das sind meine abschließenden Worte. Wie seht ihr das? Habt ihr den Film schon gesehen? Wenn ja, wie hat er euch gefallen? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Bis dann. Ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister.